So, Freunde, angekommen. Ich bin jetzt am Bahnhof. Und natürlich kommt jetzt wieder ein Auto. Sekunde. Haben wir das erledigt. Und jetzt darf ich auch erstmals heute mit euch reden, beziehungsweise werde heute erstmal mit euch reden. Und zwar holt mich meine Freundin gleich hier ab. Ganz lieb von ihr. Und ich werde euch dann mal alles so zu meinen aktuellen Meinungen, beziehungsweise zu den aktuellen Geschehnissen, unter anderem auch über Holger Badstuber, erzählen, wenn ich zu Hause bin. Bis gleich. Ich habe gerade noch mal einen Kommentar gelesen, deswegen nur ganz kurz kleiner Zwischenwurf zu meinem Glaubensvideo. Und zwar liest ihr mal die Offenbarung in der Bibel durch. Dazu werde ich ganz kurz Alligator zitieren. Überleg mal, David gegen Goliath ist aus einem Märchenbuch voller erlogenem Quatsch, worüber du vorher bei der Generation erfacht, fahren wir Hovercraft durch eine Mondlandschaft. Also nein, lieber nicht. So, Freunde, mittlerweile haben wir schon Sonntag. Ich bin gerade vom Training wieder da und möchte nochmal meinen Senf zum letzten Spiel abgeben, zum Spiel von gestern von Hannover gegen den BVB. Ihr habt ja, denke ich mal, irgendwo gesehen, die Highlights oder so, habt ihr auch gesehen, wie die Stimmung war und so weiter und so fort. Ich bin gestern da gewesen und ich muss sagen, der Signal Iduna Park zum allerersten Mal ist ein richtig geiler Pott. Allerdings war ich ein bisschen enttäuscht von der Stimmung. Die war wirklich über weite Teile nicht so, wie ich sie erwartet habe. Es war nicht so laut, wie ich dachte. Die Mitfachquote auf der Süd hätte ich mir auch größer vorgestellt. Vielleicht war das eine Ausnahme gestern. Okay, war auch kein Topspiel, muss man auch dazu sagen. Aber, ja, das fand ich nicht so krass. Krass war die Reaktion beim Tor, da sind mir wirklich die Ohren weggeflogen, also das war wirklich genial. Zum Spiel, Dortmund war natürlich überlegen, gar keine Frage, sind das bessere Team gewesen. Ich denke mal, das ist unstrittig und das ist auch einfach normal, wenn der Zweite gegen den Letzten spielt. Allerdings hat Hannover sehr gut defensiv gestanden, in der ersten Halbzeit kaum was zugelassen. Die Chancen von Reus waren eigentlich das Einzige, was so wirklich gefährlich geworden ist. Der Kopfball von Subotic ja gut, aber ansonsten ging das eigentlich ganz gut klar. Offensiv ging natürlich wieder gar nichts, außer über Konter, die teilweise ganz okay waren, aber halt nicht so krass. Sind wir ja mittlerweile gewohnt. Zweite Halbzeit standen sie auch gut, da gab es dann die Chance von Gündogan und dann der wunderbare Schuss von Mkhitaryan. Da war zu passiv verteidigt, aber das ist, denke ich mal, auch keine Schande, dass man diesen einen Fehler macht. Wäre natürlich gut gewesen, hätten sie nicht gemacht, weil hätten sie vielleicht nicht verloren. Danach hat Dortmund meistens noch gekontert, hatte natürlich noch weitere Chancen, die sie einfach nicht genutzt haben. Aber ich denke mal, an sich war das ein Spiel, auf dem man aufbauen kann, wenn man so eine Leistung gegen Leute, gegen Teams bringt, die ein bisschen weiter unten in der Tabelle stehen, dann kann das auf jeden Fall schon mal ein bisschen was Besseres werden. Wer mich gestern richtig überzeugt hat, einmal Uffe Becht, der hat gestern richtig gut gespielt. Karaman, normalerweise bin ich ja extrem überzeugt von dem, aber gestern hat er mir nicht so gut gefallen. Ist sehr langsam gewesen gestern, ich weiß nicht, was da los war. Und auch ansonsten nicht so erfolgreich. Wer aber dafür richtig gut war, war einmal Milosevic und Cheyun Gülselam. Gülselam war in meinen Augen der beste Mann auf dem Platz, was der weggesaugt hat an der Innenverteidigung. Alter Schwede, hätte ich echt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, er lässt sich richtig blamieren und so. Aber fast alle Kopfballduelle gewonnen, viele Zweikämpfe gewonnen, oft Balleroberungen aus eigener Hälfte raus, an den Ball nach vorne getrieben. War schon stark, Sané hat auch ein ordentliches Spiel gemacht. Hoffmann leider Gottes wieder ein bisschen die Zweikämpfe ausgewiesen. Man merkt, dass er noch nicht so ganz sicher ist mit seinem Bein irgendwie. Zumindest glaube ich, dass das der Grund ist. Und ansonsten Dortmund. Der Pulisic, der hat mir ganz gut gefallen, oder Pulisic, der hier auch angesprochen wird, hat mir ganz gut gefallen nach der Einwechslung. Das wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen nochmal interessant, den zu sehen, wie der sich entwickeln wird bei Dortmund. Ansonsten, ja, Reus war stark, Mkhitaryan war stark, Kagawa war unauffällig eigentlich, aber auch wenn er am Ball war, richtig gefährlich. Und an sich, das Team hat einfach gut gespielt, gar keine Frage. Hummels hat hinten alles weggesaugt und Subotic hat auch ein solides Spiel gemacht, defensiv war sie sowieso gut. Von daher ist das vollkommen in Ordnung gewesen aus Dortmunder Sicht. Die haben drei Punkte geholt, die waren wichtig und Hannover, naja, hat keine Punkte geholt, dafür hat Hoffenheim aber keinen 3 geholt und ich bin mir relativ sicher, mit so einer Leistung gegen Augsburg gewinnen nächste Woche, gegen Bremen auch, und Augsburg rutscht, wenn sie gegen Bayern heute verlieren, gegen Hannover auch nochmal unten rein. Bei Frankfurt bin ich mir nach gestern auch relativ sicher, dass nochmal unten reinrutschen. Bremen ist auch noch lange nicht durch, Hoffenheim auch nicht. Und natürlich, Hannover hat noch Spiele gegen Bayern und Schalke, aber zumindest zwei von den Großen haben wir oben schon mal weg mit Bayern und mit Dortmund und mit Leverkusen. Und das ist schon mal ganz in Ordnung. Ich bin gespannt, wie es die nächsten Wochen wird. Für den Moment war das auf jeden Fall mal eine Steigerung zu den letzten Wochen und ich bin zuversichtlich, dass mit den Leistungen zumindest noch mal ein bisschen Kampf drin ist. Nicht unbedingt der Nichtabstieg, aber zumindest mal sich noch ganz gut zu verkaufen. Und übrigens, die Marketingabteilung, ne? Ich feiere sie immer noch, Alter. So eine ist es. Mit den letzte Woche, mit der Feldis Arena, letztes Mal das Licht aus, dann jetzt irgendwo müssen die Punkte ja vergraben sein, als der Rasen erneuert wurde. Da, die sind echt cool drauf, muss man ganz ehrlich sagen. Hilft nicht bei Nichtabstieg, aber was soll's. Gut, das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mir eure Meinung und Kommentare zum gesamten Spieltag. Ansonsten, ich hatte 18 Tipppunkte. Von daher ist es alles so gekommen, wie ich dachte, außer Mainz gegen Schalke. Das hat mich echt überrascht, aber gut. Stuttgart, bockstarkes Spiel, die sind richtig gut drauf. Hertha kann den Standard nicht halten, den sie vorhin in der Hinrunde gesetzt haben. Ja, Leverkusen halbwegs souverän. Wolfsburg souverän ausnahmsweise mal wieder. Und wen hatten wir noch? Ja, Hoffenheim gegen Werder. Gut, Köln gegen Frankfurt habe ich auch so erwartet. Von daher, ja, gut. Bis zum nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein und ciao.